Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben hier ein Gestaltungsvideo und zwar von den lieben Gutscheinhaltern bzw. Geschenkverpackungen für Gutscheine. Und ich habe schon gebastelt, zum Beispiel dieses hier oder diesen hier, die ich bisher gebastelt habe, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, zumindest von diesem Komplex, weil ich wieder 10 Stück gestalten möchte. Und heute habe ich vor, diesen zu gestalten mit diesem Papier. Das habe ich mir rausgesucht. Und zwar habe ich das Papier, Moment, vom Teddy. Das war dieser Block für 2,50 Euro. Da habe ich mir dieses Papier ausgesucht und ich habe mir für innen drinne dieses Papier ausgesucht, was ich auch schon zurechtgeschnitten habe. Und das habe ich von Studio Light, ist so ein Paper Pad Block, wo alle Blätter so aussehen, als wenn so Wolken, ne, bunte Wolken am Himmel sind. So, das Innenleben habe ich mir auch schon zurecht gemacht. Und wenn ihr neu dazugekommen seid und wisst noch nicht, wie man sich diese Gutscheine bastelt, ich verlinke euch oben das allererste Video, weil da habe ich es nämlich mit euch zusammen gemacht. Der erste Teil dieses Videos zeigt es euch. Wenn ihr das nachgebastelt habt, kommt ihr zurück zu diesem Gutschein und dann schauen wir mal, wie wir den heute gestalten werden. So, wie gesagt, ich habe hier das mir vorbereitet und zwar soll das hier hin. Das kommt hier hin, das kommt, was habe ich jetzt gemacht? Zweimal das gleiche geschnitten. Ah, die Katrin wieder. Okay, das kommt hier hin und das schneide ich mir noch hier unten auf die Größe zurecht. Und die beiden kommen hier hin. Genau. Bevor ich die aber aufklebe, muss ich ja für meinen Gutschein einen kleinen Schlitz schneiden. So, Denkfehler. Also die Katrin wieder. So, ich habe es doch richtig geschnitten. So, so, so. Ich hatte nur den Gutschein falsch liegen. Aber ich schneide das nicht raus, damit ihr seht, wie das hier so manchmal hier so zugeht. Ne? So, das kommt dann hier drauf. Genau, bevor ich das mache, nehme ich das Ganze, knicke das so, lege meinen Gutschein hier an, ungefähr mittig. Nehme einen Bleistift und mache mir hier so einen Punkt und hier so einen Punkt. Dann nehme ich mein Cuttermesser. Nichts für kleine Kinderhände, weil das ist mega scharf. So, jetzt mache ich hier einmal so einen Schlitz rein und hier einmal so ein Schlitzchen. Lineal anhalten und einmal entlang, bis sich so ein kleines Stück Papier löst. Ich sage es immer wieder dazu, erst nochmal testen, ob der auch wirklich hier reinpasst, bevor man weitermacht. So, der passt rein und kommt auch hoch. Okay. So, der nächste Schritt wird sein, meine Papiere aufzubringen. Da hat sich auch nichts geändert. Ihr nehmt ganz normal das Papier. Nehmt doppelseitiges Klebeband, macht oben, unten, links und rechts euch einen Streifen hin. Dann zieht ihr euch diese Schicht ab und dann platziert ihr eure Blattpapier, euer Motivpapier, circa in der Mitte, dass oben, unten, links und rechts ungefähr der gleiche Abstand ist. Gelingt mir nicht immer, aber so ist das nun mal. So, und das macht ihr jetzt mit den restlichen Teilen auch noch. Und so sieht das jetzt aus. Und jetzt geht es schon ans Gestalten. Ich glaube, das habe ich euch vorhin gar nicht gezeigt, was ich mir dafür ausgesucht habe. Ich habe einmal Ausstanzungen gemacht. Ich habe mir dafür Craftpapier ausgesucht, was ich nicht so mag von Motiven. Das kommt hinten hin, das sieht ja keiner. Von daher habe ich mir mal hier so ausgestanzt, einen Schriftzug für dich, von Herzen. Hier habe ich mir Schmetterlinge ausgestanzt. Ich kann euch auch mal das Video oben verlinken mit meinen ganzen Stanzschablonen. Da seht ihr so den Überblick, dann brauche ich die nicht jedes Mal in die Kamera zu halten. Und ja, das sind so Blumen von Sissix. Das war jetzt von Kreativdepot, waren die, glaube ich.
Und hier Schmetterlinge auch von Sisex, glaube ich. Oder Marianne Design. Keine Ahnung. Gibt so viele Firmen, wo es da schöne Schablonen gibt. So, das habe ich mir ausgestanzt. Dann habe ich mir verschiedene, ja, so kleine Sachen dazugelegt. Ich dachte, die Schleifchen würden vielleicht schön aussehen, wenn man die so dazu macht. Dann habe ich mal so ein bisschen wieder mit so Bling-Bling. Dann habe ich diese schönen Holzsticker vom Action Family. Kommt immer drauf an, für was man es nehmen möchte. Schon allein zum Beispiel nur dieses jetzt hier drauf gemacht. Würde schon wunderschön aussehen und würde reichen. Verschluss machen wir Klettverschluss. Heute ohne Banderole. Ja, oder ich mache hier die Korkbuchstaben. Da könnte ich zum Beispiel Gutschein machen drauf, ne? Dass man weiß, Gutschein, keine Ahnung, essen gehen oder so weiter. Oder man macht Gutschein Amazon, dass man schon ein bisschen verrät, was drin ist. Ihr seht, ich hätte jetzt schon wieder 4, 5 solche Sachen basteln können, weil die Ideen und Möglichkeiten sind da wirklich so vielfältig. So, das habe ich mir mal zur Seite gelegt. Aber was ich jetzt nun letztendlich machen werde, keine Ahnung. Ich mache erstmal heute vielleicht drinnen was gestalten. Ich muss mal aufpassen, ich habe nämlich hier hinten das abgeklebt. Nicht, dass ihr euch da ständig dann bei Amazon einwählt und guckt, ob der Gutschein, auch der Code da noch gültig ist. So, was machen wir jetzt? Ich habe hier meine Klebepads. Dann nehme ich jetzt mal, weil es ein etwas größerer ist, nehme ich auch mal ein paar größere. War das jetzt das gleiche? Ja, brauche ich ein anderes Stück. Das Gegenstück brauche ich. Hier habe ich es. Genau. So, Produkte wie immer unten verlinkt. Oder wenn es Sachen vom Action sind, dann mache ich meistens Alternativprodukte, weil ja auch doch nicht jeder Action hat. Jetzt nehme ich das einfach hier, ziehe mir da. Jetzt mache ich mir das hier drauf und gucke ungefähr, dass es nicht ganz mittig ist, aber dennoch schon so ein bisschen. Einfach damit, wenn das auf und zu gemacht wird, damit das Papier hier nicht ausleiert. Deswegen ruhig ein bisschen tiefer setzen. Okay, passt. Jetzt mache ich mir die Klebeschicht hier ab. Und mache das so. Drück da schön fest. Und gute Pads halten hier eigentlich. Und falls man mal welche erwischt, die nicht halten, dann verstärkt man sich das Ganze halt noch mit, keine Ahnung, Sekundenkleber oder doppelseitigem Klebeband oder. So, das hätten wir schon mal. Ich weiß nicht, welche Idee ich jetzt nehmen soll von den Gesagten, weil mir alle sehr gut gefallen. Die Schleifchen gefallen mir auch sehr gut, weil da könnte ich die Bänder noch verarbeiten. Und da könnte ich... Ich gucke einfach mal. So, ich denke, ich habe das, was ich gerne möchte. Es kommt was ganz anderes raus, wie ich eigentlich geplant hatte. Aber nun gut. Ich denke mal, da kommt dann noch ein Video, vielleicht mit demselben Papier. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich möchte inspirieren. Ja, es ist immer die gleiche Idee. Keine Ahnung, ob das mittlerweile schon jemand geschrieben hat, weil die Videos jetzt schon gedreht werden, aber erst später veröffentlicht. Aber dennoch ist es eine andere Gestaltungsmöglichkeit und das ist das, was zählt. So, das mache ich dahin. Da habe ich hier diese wunderschönen Klebesteinchen vom Xenos, die waren nicht gerade günstig, aber sie sind einfach ein Traum. Und ich glaube, ich habe damals bei dem Haul immer gesagt, die hebt man sich halt auf, damit man besondere Sachen gestalten kann. So war das, glaube ich, meine... Ich weiß nicht mehr genau. Ach, ist das herrlich. Das funkelt. Schaut mal, wie schön der funkelt und wie sich die Farben immer wieder... So, jetzt werde ich... Gutschein hier hinkleben. Also ich mache jetzt was ganz anderes, wie ich es eigentlich vorhatte. Ich mache jetzt das Wort Gutschein hin und orientiere mich an dieser hellen Linie, damit ich... Jetzt muss ich erstmal gucken. Nicht, dass ich das dann wieder mache und dann passt das nicht. Ich klebe mir dafür die Buchstaben hier unten hin.
So, ihr seht, ich benötige eigentlich komplett hier unten diese Linie. Deswegen ist es immer gut, sich das erstmal so ein bisschen zurechtzulegen. Das wird nämlich hier hinkommen. Da brauche ich noch was hier. Und ich werde das... Ich mache jetzt einfach mal. Kann auch sein, dass es da nicht gut aussieht. Mit dem Lineal habe ich jetzt so gemacht, nicht dass ich hier die Fingernägel reindrücke und dann ich die Fingernägelabdrücke drin habe. Von daher mit dem Lineal so gemacht. So. Das ist okay. Jetzt werde ich mal gucken, was das hier für Bänder sind. Die habe ich jetzt vom Action. Die gab es ja in ganz, ganz vielen Ausführungen. Ich habe die damals aber nicht nachgekauft, weil die einfach für mich reichen. Hoffe ich zumindest. Aber Action hat ja immer wieder tolle Sachen und auch die anderen Bastelläden bekommen ja immer so schöne Sachen, dass man da, denke ich mal, keine Angst haben muss, dass das Bastelzeug einen ausgeht. So, das wär's jetzt. Ich könnte, ne, wenn man übertreiben möchte, hier noch Steinchen reinmachen, noch mehr Bling Bling. Aber ich möchte einfach, dass der Fokus auf dieses schöne, kleine, einzelne Steinchen gelegt wird. Und hier haben wir den Gutschein. Jetzt würde ich vielleicht sogar sagen, das sogar wegmachen, das Gutschein. Weil ich das jetzt schon so als Hingucker finde. Ne? Also man wird dann so ein bisschen abgelenkt mit diesem Gutschein. Man könnte das hier drin reinmachen, was dann aber Schwachsinn ist. Das sieht man ja dann schon, ne? Wisst ihr, wie ich meine? So, meine Guten, ihr seht, so ist Basteln. Man nimmt sich was vor, was man machen möchte. Im Endeffekt sieht es nicht schön aus und man modelt alles um. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, als ich mit dem Basteln angefangen habe. Zumindest von diesem Gutschein. Fertig ist er. Schlicht und einfach. Jetzt seht ihr auch mal, wo man so Schleifenbänder verwenden kann. Muss ja nicht immer so viel Gebimsel und Gebamsel sein, ne? Wie hier zum Beispiel. Also ich finde ihn auch sehr hübsch. Innen drin muss gar nicht so viel hin. Es sei denn, man macht das für Kinder oder so, dann ist das wieder eine andere Sache. Finde ich auch mal sehr interessant. Und die Steine sind echt der Wahnsinn. So, das war eine weitere Idee. Und jetzt schauen wir mal, was ich noch so basteln werde. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen tollen Tag und dann bis bald.